Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mega Man X 2. Hier dran und sich wir zwei Bosse verbleiben noch, die ich auszuprobieren habe. Die Volcano Soundstage mit Flamestay, oder ist das Flamestack? Ist es G? Die sind G, Flamestack. Ich dachte schon Flamestay, was kann dies bedeuten? Und das Central Computer with the Magna Sandbeat. Und danach werde ich wahrscheinlich, wenn ich keinen von den Bossen schaffe, mich wieder bei Will Gator probieren, weil ich dann noch am... nice. Erinnert mich ein bisschen an Hades aus Herkules, bei dem ja auch manchmal die Haare ausgehen und wieder angehen. Gerade so blinken, Blinkzeichen geben. Hey, hier landen. Hey, hier Futter bringen. Hallo. Oh. Das ist ja mal eine interessante Stage. Naja gut, es hieß ja ein Vulkan. Ist das ein fliegender Orca? Ist das ein fliegender Orca? Also ich glaube, ich hier gerne einen fliegenden Orca, wenn ich ihn sehe. Und das ist einer. Okay, wie soll ich denn da bitte an das Leben dran kommen? Und wo bin ich eigentlich unterwegs? Keine Ahnung, wohin ich unterwegs bin. Ich gehe einfach mal. Au. Schande. Ich hab nen DC. Okay, no stage. What? Ah ja, ich laufe einfach mal so auf Lava. Ich laufe auf Lava. Meine Rüstung ist vielleicht stark genug, um ein paar Stacheln aufzuhalten, aber Lava nehme ich einfach mal hin. Natürlich. Natürlich. So läuft das hier im Mega Man Universum. Kann ich vielleicht auf dir landen? Moment. Ich möchte probieren, auf dem zu landen. Vielleicht kann ich ja auf dem fliegen. Okay, komm mal her. Ah, nein, ich glaube, ich lasse es einfach. Aber das sieht für mich ein bisschen wie ein Orca aus. Und ein Orca sollte nicht fliegen, das ist gegen die Natur. Ich geh mal hier lang, mal sehen, was die denn gibt. Okay. Achso, dann bin ich hier wieder. Gut, gut, gut. Das war so nur für ein bisschen Money und ein bisschen Energie, wovon ich aber eigentlich hier was verloren habe. Gewonnen, naja. Upp. Okay, diesmal lasse ich das Leben. Okay. Au, verdammte Kiste. Es sind zwei Treffer und das ist auch wieder weg. Ich glaube, ich erzähle da nichts Neues, wenn ich sage, ich bin ein langsamer Spieler. Ich denke, es gibt welche, die sich um einige schneller bewegen könnten. Nicht könnten, sondern es auch können und es beweisen. Aber ich... Keine Ahnung. Also... Entweder bin ich zu schnell oder ich bin zu langsam unterwegs bei solchen Spielen. Okay. Beeilen wir uns mal. Das ist immer so. Und mein du. Das war's schon wieder gewesen. Und da ist ein Herzcontainer. Die setzen die auch immer an die unglaublichsten Stellen. Okay, ich glaube, ich probiere mal die Stage aus und wenn da auch wieder nur Boosterkuchen für mich hier serviert wird, dann jetzt zur Wheel Gator Stage. Okay, den hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Jetzt nicht so humanförmig mit zwei Beinen, sondern eher schon so der längliche Körper. Ich kann mir schon regelrecht seinen Stage vorstellen. Also seine Boss, seine Arena. Hup. Aha. Light Defender oder wie? Oder Spiegel Mirror. Keine Ahnung, wie. Ich lösche mich ja lieber, wollen wir nicht entdecken. Entdecken sind wir jetzt bei Solid Snake gelandet oder was? Wow! Ich bin auf die einfachste Falle reingefallen. Also, es bewahrheitet sich noch. Ja, Central Computer hier, das ist doch ein Multisol-Fernseher. Es bewahrheitet sich noch, dass ich jede Methode finde, wie man hier sterben kann. Zum Beispiel hier unvorsichtig sein. Komplette Sicherheit. Achso, der lässt mich nicht vorbei, hä? Du lasset mich nicht vorbei. Bam, bam, bam. Okay, jetzt passe ich mal auf. Mhm. Vorsicht. Nicht erwischen lassen. Hier sind wir im Stealth-Modus, mein Leben. Oh, verdammt. Verdammt. Hinfort mit mir.
jetzt zum... War das jetzt von der Falle ausgelöst oder ist das vom normalen Spiel, vom Levelverlauf? Also ich hier mache hier einen Boss namens Stageman und dann habt ihr mich, in der Tasche. Ich komme hier nicht mehr vorbei. Also du bewegst dich auch. Nur hattest du vorhin keine Lust, dich zu bewegen. Dachtest dir, nö, das ist not a trouble, der spielt. Da braucht man sich nicht anzustrengen. Jetzt bewegen sie sich auf einmal. Lass das. Okay, also es können jeweils nur die kommen, die wir dann an der Stelle dann gespawnt werden. Okay. Ja, da. Okay. Jetzt lassen wir mal auf. Okay, das ist schon so gedacht. 1, 2. Oh, das war knapp gewesen. Hä? Was zum... Ah! Woher soll man denn sowas kommen sehen können? Okay, wir sind gerade mal so knapp 6 Minuten drin für euch. Ein bisschen länger wegen Intro und so Sachen, so Bilderball. Will Gator, hallo mein alter Freund. Hab ich dir gefehlt, wie du sehen kannst. Du... verflixt nichts, kommt nichts raus. Sagen wir doch einfach, es ist Fütterungszeit. Es ist Fütterungszeit für den Will Gator und es sind meine Waschmelonen. Okay. Ich möchte das erstmal kaputt wissen. Vielleicht kriege ich ja was Schönes. Vielleicht ein Leim. Kein Leim, aber naja. Jetzt nerven die Schwalben nicht mehr. Schwalben doch um ihn mal genervt hier. Jetzt habe ich auch mal ein bisschen die Musik für mich aufgedreht, dass ich die audioale Welt hier genießen kann. Da muss man doch irgendwas bekommen können. Da ist doch definitiv was, aber vielleicht brauche ich sowas wie ein Upgrade. Wer weiß. So. Ein schönes Upgrade schon. Für die Beine. Vielleicht sowas wie ein Luftdash? Könnte ich mir irgendwie gut vorstellen. Nee, ich will nicht Frisbee spielen. Ein Frisbee, was auch noch zurückkommt. Der ist wohl ein bisschen blemblem. Hat mich nicht gesehen. Ah, Mann. Alles klar, ihr Dinos, haltet euch zurück. Ich mache keine Gefangenen. War da gerade einer gewesen? Sah gerade so aus. Jetzt dachte ich, gehe in die Kaffeepause. Es wird schon nichts mit meinem monströsen Kampfroboteranzug hier passieren. Und dann passiert auf einmal sowas. Und wer war dann schuld? Jeremy. Jetzt gebe ich dir was. Ich gebe dir was Sonder hier. Zack. Wir geben uns doch nur Händchen. Okay, da war ich ein paar Mal gestorben, weil ich die Starre nicht gesehen habe. Da muss ich doch... Also wenn ich hier sowas wie einen Luftdash machen könnte, wahrscheinlich ja. Ich halte mal Ausschau, wo diese Upgrade sich befinden, weil es muss ja wohl irgendein Upgrade geben, was man sehr leicht kriegen kann. Und da, und von dem, bitte wieder hoch. Und von dem aus kann man dann halt die anderen erwischen. Wupp. Okay. Ah ja, die Schwälbchen. Oh, mal die süße kleine Schwälbchen. Was hast du denn für mich? Du hast nur den Tod. In einer bewegenden Festung ist immer noch eine schöne Idee. Das macht doch keinen Sinn, die erwischen mich ja nicht mal. Wo muss ich vorbei? Hier. Oder war da oben was? Das habe ich jetzt nicht geschaut. Aber ich gehe kein Risiko ein. Wupp. Tja, wer nur auf sein Schild achtet und nicht angreift, der kann auch verlieren. Ach stimmt, hier war ein Leben. Aber vielleicht war das sowas auch wie ein Herzcontainer? Wer weiß. Naja, ich werde versuchen, alle Herzcontainer zu finden, wenn ich werde sie brauchen und auch alle Upgrades und was es halt noch so zu finden gibt. Wir fahren durch die zerstörte Stadt. Okay, schön. Babum, sehr schön. Sind wir kurz vom Ende? Ich kann mich schon wieder nicht erinnern, mein Gedächtnis ist nicht das Allerbeste, was sowas angeht. Okay, da war der Kreuzungsweg. Verdammt. Zumindest Leben habe ich noch keins verloren. Zerstöre ihre Wohnung, genau. Die werden dich verklagen. Die werden dich sowas schon verklagen.
verklagen. Akkukudor, versteckte Energie. Gut, gut, gut. Sieht das nur so aus oder ist meine Lebensanzeige ein bisschen größer? Ich glaube, das sieht nur so aus. Jetzt hätte ich mir die Energie holen können, aber der würde wieder respawnen, deshalb lasse ich es. Ich sehe schon, wie man dem ausweichen kann. Die oberen kann man einfach stehen bleiben, bei den anderen muss man dashen. Okay, gehen wir rein ins nasse Vergnügen hier. Planschen wir ein bisschen mit dem Real Gator. Mada! Los! Okay, dich. Behalte ich im Auge. Okay. Die wird gleich noch. Da! Dich habe ich gesehen, mein Freund. Hopp. Ah, verdammt. Natürlich reingesprungen. Alter, nein! Also, entweder geht er ins Wasser oder er schickt seine Reis. Nein! Genau reingesprungen! Ja, genau, hier verweile ich ein bisschen. Vielleicht vergeht ihm ja der Appetit. Wie befreie ich mich denn? Alter Falter. Ich muss ihn aber schaffen können. Aber was könnte ich mal überlegen? Versuch mal, deine Logik wieder einzuschalten. Wenn ich seinen Angriff hätte, was wären das? Wahrscheinlich diese Kreissing. Was könnte ich mit Kreissing machen? Wenn ich raten müsste, vielleicht die Blase von der Bubble Grab zum Platzen bringen? Weil ich meine, im ersten Teil gab es manchmal auch logische Sachen von den, zum Beispiel, dass man den Chill-Pinguin mit der Feuerwaffe besiegen konnte. Okay, warte ich mal ab. Was passiert? Und weg bin ich. Und weg bin ich. Okay. Okay. Und zwei. Immer in der Ecke bleiben. Gegen die Ecke schämen. Sehr schön. So klappt das. Hüppa. Oh, der ist aber sauer. Sehr schön. Das halte ich aus. Okay. Ich habe ihn fast zu besälft. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wollen wir bloß nicht so lange in der Pampa bleiben. Okay. Spring. Ah! Huppala. Oh, jetzt geht er aber in die Fallen hier. Oh, jetzt mal dieses den Quacker-Driller. Und da ist der Gator-Driller. Was macht er jetzt? Hoppala. Okay, gut. Eins, zwei, kommst du raus zum Spielen. Ja? Wow. Schau, Mann. Ich habe ihn fast. Okay, bitte lass jetzt diesen Quacko-Tornado sein. Sehr schön. Nein. Huh. Anscheinend macht er den jetzt. Das ist seine zweite Phase. Okay. Jetzt weiß ich ja, wie ich ihm alles zu erreichen habe. Okay. Jetzt zeig mal, was du gelernt hast, Chovo. Wow, yeah. Bam. Los. Achso, da ist er unverwundbar. Babum! Jawoll! Nun haben wir schönes Material für eine Kroko-Handtaschen-Metall-Ledertasche. Ich habe zweimal Tasche gesagt, daher seht ihr die Exquisität von diesem Objekt. Jawoll! Schön. Um diesen Part zu beenden. Aber schauen wir uns erstmal die Waffe an. Vielleicht habe ich jetzt wieder den Domino-Effekt heraufbeschworen, dass ich die richtige Waffe zu Beginn habe. Oh, nice Upgrade-Screen. Den mag ich. You got. Nice. Spin Wheel. Oh, spin dieses Wheel, Baby. Gut, meine Damen und Herren, das war der Sieg über den ersten Boss. Nun würde ich mal tippen: Bubble Grab. Und mit Bubble Grab könnte ich vielleicht
bei Flamestack was machen, weil ich meine, wenn der vielleicht eine Wasserattacke hat gegen Feuer und Feuer vielleicht gegen die Motte und Motte dann gegen... Ich denke wieder zu weit. Gut. Also, nächstes Mal machen wir nochmal die Bubble Grab Stage. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und wir sehen uns dann wieder bei der Fortsetzung. Ihr 93 Chovo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye.